Und dann plündern wir wieder die Kisten. So, mal schauen, ob wieder das gleiche drin ist wie letztes Mal. Ja, die Rüstungsarmschienen plus 6, die kommen mir bekannt vor. Und noch nicht identifiziert. Zauberzepter. Der tolle Zweihänder plus 4. Ja, jetzt können wir ihn mitnehmen, genau wie die Hilfen des Todes. Okay, hier haben wir noch mehr Kisten mit Fallen. Okay, zweimal genügt, wenn ich drüber nachdenke. Zack. Und, ui, was bist denn du? Eine zwergische Streitaxt plus 5. Und Handschuhe des alten Würms. Geschicklichkeit minus 4. Nur benutzbar von Jüngern des Roten Drachen. Das ist eine der speziellen Prestigeklassen. Zack. Das wäre der Elementar gewesen. Hi. Ah, schon wieder ein roter Drachenpanzer. Ja, die kennen wir ja schon. Morgenstern plus 4. Jam, wir hätten dann wieder eine neue Nahkampfwaffe, würde ich sagen. Mal direkt wieder anpassen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Achso, zweite Seite schon. Okay, Morgenstern plus 4. Und natürlich das alte Schild. Okay. Tja, jetzt bin ich schon wieder kurz vorm Draufgehen. Heil mich mal hoch, bitteschön. So, jetzt glaube ich, die Falle wird mir nicht wehtun. Also, mich nicht töten, sagen wir es mal so. Ach, du Dreck. Hallo? Hey, funkelnde. Achso, die machen nichts als nur Licht. Naja, Schmuck, 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 Schmuck. Und hier? Oh Gott, es geht ja immer weiter. Noch 5000 Gold. Wahnsinn. So, der Drachenhort ist geplündert. Wir sind fertig. Ich habe fertig, Flasche leer. Dann verziehen wir uns mal durch diese Geheimtür. Die wird wohl nach draußen führen, oder? Nö, einfach nur hier hin. Na toll. Puh. Tja, da Lichte. Ohne irgendwelche Überreste, aber auf der anderen Seite ist schon nicht ganz unklar, meiner Meinung nach. Was soll der auch Überreste haben? Und wo vor allem und so? Muss ich jetzt den langen Weg wieder hier raus? Ist ja auch doof. Na, wie sieht's aus? Steht hier jemand? Passiert hier was? Oder muss ich einfach nur laufen? Ich sehe niemand. Nee, dann laufe ich einfach mal raus. Und draußen sind wir wieder an der frischen Luft. Allerdings stehen da noch zwei Kultistenritter, die wir letztes Mal haben stehen lassen. Schauen wir mal, dass wir die noch beseitigt kriegen. Unterbrech nicht meine Zauber, was soll das? Drecksau. Und es ist Ruhe. Und ist Ruhe. Es ist Ruhe. Cordigan steht schon direkt da und begrüßt uns. Was will der denn? Guten Tag. Eine dankbare Gestalt kauert gebeugt auf der Tempeltreppe. Seine verknöcherten Hände hält er gefaltet vor sich. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Vielen Dank. Ja? Wir sind jetzt wahrlich frei. Sowohl von unserer Sklaverei als auch von der schrecklichen Tyrannei von Vixfra. Jederzeit. Ich bin dankbar, wenn ich euch helfen kann. Haha. Ja, willkommen, willkommen, willkommen. Kommt doch jederzeit nach Rearings Clan. Wir sind frei. Ganz, ganz frei. Dank euch. Was werdet ihr jetzt tun? Was wohl? Das Dorf führen. Mehr Sklaven befreien. Verteidigungsanlagen errichten. Jetzt, wo Vixfra weg ist, uns gegen die Sklavenjäger schützen. Ein besseres Leben schaffen. Ein besseres Leben hier in Rearings Clan. Ich danke euch, Mick Let's Player. Mit einem Schlag habt ihr uns alles gegeben, was wir uns immer ersehnt haben. All die Jahre hatten wir zu viel Angst, um es uns zu nehmen. Ich danke euch, ich danke euch, ich danke euch tausendmal. Ach ja, wir haben einen Fan. Tja, hier wären wir fertig. Ich würde sagen, der Gong hat seinen Sinn wohl auch verloren, oder? Gong Gong, nichts geschieht. So viel dazu. Tja, dann würde ich mal sagen, ich verkaufe noch den neuen Müll bei der Händlerin und das war's dann auch für dieses Mal. Ich mache dann gerade Schluss nach dem Handeln. Na, ich handle noch, ich komme gerade wieder. So, ausgehandelt. 537.000 Goldmünzen. Fast 538.000. Es ist der schiere Wahnsinn. Tja, ich würde sagen, wir haben einen großen, großen Schritt hier im
Im Unterberg sind wir ja schon gar nicht mehr. Wir sind ja schon im Unterreich angekommen mittlerweile. Einen großen Schritt getan. Keine neuen untoten Diener mehr für die Walcheres. Tja. Ein Haufen freie Sklaven, denen es jetzt gut geht. Ich würde sagen, wir haben viel geleistet. Wir haben viel geschafft. Wir können stolz sein. Das ist ein sehr guter Anfang. Wir haben nebenbei auch einen ganzen Berg voll Erfahrung mitgenommen von der Aktion. Leider sind wir noch nicht Level 21, aber hey, was nicht ist, wird ja noch zwangsweise. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann wohl in diesem Hauptgebiet, wo wir jetzt ja südlich sind und westlich diese komische kaputte Brücke war oder sowas, werden wir uns dann mal den Nordbereich ansehen. Und ja, schauen, was uns dort erwartet. Unter anderem Level 21 garantiert. Also, ich danke fürs Zusehen, denn dies war Let's Play NWN Part 16. Wie weit bin ich jetzt inzwischen dann jetzt in den Videos? 160 vielleicht schon? Ja, vielleicht. Naja, 10 Parts pro aufnehmen, was über eine anderthalbe Stunde, das geht doch. Also, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye bye!